Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Eternal Sonata. Versuch Nummer 7? Warum blockt er nicht? Ich hab Kreis gedrückt. Egal, Servinet. Einmal Heilung, bitte. Auch wenn es nicht viel ist. Kleiner Fehler von meinerseits. Deswegen einfach nur ihm hierher und weiter. Ich glaube, Serenade wird jetzt sterben. Auch wenn ich blocke. Oder auch nicht. Das ist gut, aber er ist nochmal dran. Was? Was tut das Viech? Speed blocken. Und trotzdem gute. Jetzt ist Serenade dran. Sehr schön. Der Angriff hat richtig rein. So, du gehst jetzt ein bisschen weg und wechseln weiter zu Beat. Und mit Beat einfach raufballern auch. Gut, ich blocke, aber sie ist trotzdem tot. Jetzt ist er dran. Lass mal Serenade wiederbeleben. Gut, galaktischer Nebel. Dann Speed dran. Er soll einfach mal Echos aufbauen. Gut geblockt. Und jetzt. Da geht wieder einer aus. Jetzt hat er Speed wieder abgesehen, aber blocken. Geht einfach drauf, losfeuert, aber es wird zu viel geblockt! Hör auf zu blocken, du verdammtes Viech! Nur ich darf das! So, bis den da! Gut, das war geblockt, aber trotzdem tot. So, und... ja. Jetzt hat es wieder Beat abgesehen. Blocken! Warum? Nimmt das so viel weg, obwohl ich blocke? Los, friss den doch! Nein, er hat es auf Serenade abgesehen. Er hat es auf Serenade abgesehen. Und das war's mit Serenade. Friss den Feuerstoß vom Beat. So, ein bisschen hier runter gehen. Boom! Er hat geblockt. Dieses miese Hexviech. Tot! Hep! Bisschen weggehen und Feuerstoß. Ha! Du Scheißviech, ich hab geblockt! Wir haben einen Celebrus aus nächster Nähe von hinten. Boom! Ach, Blödsinn, überspringen. Autsch! Hep! Und wieder drauf losballern! Okay. Ganz zu früh. Okay, Crescendo, du weißt, du hast. Hip. Und weiter. Ups, das wollte ich nicht. Wir haben Celebrus. Und. Autsch. Egal, Beat. Wiederbelebung. Und voll in den Rücken ballern, Beat. Nein! Jetzt ist er wieder dran. Block. Tot. Und weiter. Los, Beat! Voll draufhauen! Yes!
Ja! Endlich, Leute! Ja, geil! Serena, du bist die geilste. Ich glaube, ich werde dich auch in mein Team geben. Oh, geil! Oh, Serenade ist einfach nur geil. Und Cutscene. ことかと思ったよ。たったこれっぽっちのことでおろおろするなんて、ほんとビートは肝っ玉が小さいだべ。何を、サルサだって泣きべそ書いてたじゃないか。あたいが泣くわけないだべ。あたいが泣くときは夕日が目に染みたときだけだって決めてるんだべ。 バロックとフォルテの戦争、王様はその判断を鏡に任せてしまったのが間違いだったのでしょうか。鏡というのは自分の姿を映すものです。外見だけでなく内側もありのままに映すもの。鏡の精霊に判断を委ねてしまったように見えて、実は 自らの判断だったのだと思います。祖父は己の内面に問いかけ答えを出した。人は常に選択しています。夕食の時に飲むワイン選びから生死を分かつような重大なものまで、その積み重ねが道を作り明日を決めるのです。ただし、 その判断を他人に委ねてはいけない。なぜなら、その者が正しい選択をするとは限らないからです。そうなった時、一体誰が責任を取るのか。それはもちろん自分です。誰かが責任を取ってくれるわけではない。一人の人間として精一杯生きるには、 ただ導かれるままに歩むのではなく、どんな結果になろうとも行く先を、未来を自分で決断すること、それが大事だと思うのです。後悔はしたくありませんからね。はい。 Schön, für dich überspringen. Das ist wieder so eine Chopin-Geschichte. さあ、どうしよう。この山を越えていくしかなさそうね。雪で大変だけど、リタルダントはこっちの方向だもの。そうだね。兄ちゃんもきっとアジトで待ちくたびれてるかもしれないな。 山で遭難なんて断トツ嫌だべ。アゴゴの森が恋しいべ。まったくです。十分準備をしてから出発しましょう。 Wow, den Spiegel habe ich ziemlich viel von meinen Items verbraucht. Und du willst, glaube ich. Nein. 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 Was soll's? Was nicht, ja. Ich habe keine Ahnung. Da gibt's ein paar, glaube ich. Ich glaube, da gibt's mehrere, die eine Partitur spielen wollen. Und wir sind hier in
Wo sind wir? Los, Spiel, zeig es uns, wo wir sind. Wir sind in der Stadt Barock. Danke, Spiel, für diesen nicht reibungslosen Übergang in meinen Text. Der hier wartet auf ein Mädchen. Oder ist das nicht? Nein, das ist ein Mädchen. Könnt mir noch was willst, deine Session, das ist doch mal, zeig mal, was du so drauf hast. Was alleine willst du nicht, ich soll mitmachen? Ja klar, mach mir eine Session, mal schauen, ob ich was habe. Mal schauen, ob ich da das Passende habe. Schaut nicht so aus. Na. Weiß noch genau, auf meiner Xbox-Version hatte ich die Session, als ich hier war. Aber da war anscheinend jemand, hatte die nicht gefunden. Ich probier's mal der. Oder war schlecht. Nö. Das war nix. Diese Session sind einfach nur blöd. Du sagst es. Was für eine zuckende junge Dame, ich gebe dir Rabatt, greif nur zu. Mach das. So, zuerst einmal unzähligen Scheiß, den wir haben, verkaufen. Aber zuerst, Moment, bevor ich was verkaufe. Ja, halt die. Nein! Oh! So. Nein! Oh! Geh mir nicht am Zeiger, du blöder Typi! So, jetzt. Nö, Moment. Du rein, du raus. So, jetzt. Da, was haben wir hier? Dann die gebe ich raus und gebe dafür die Geisterschneise rein. Du kannst hier Schack. Nicht wirklich stärker, aber egal. Ja, du behältst das. Ich wusste es, dass die gleich weg sind. Gut, dass ich die nicht hier haben wir, der Schwächer. Aber egal, ich benutze Poker sowieso nicht. Aber ich werde den Tautropfenschirm behalten noch. Gut, wir können eigentlich so ziemlich alles, was wir haben, verkaufen. Ja, gib mir einen Rabatt. Danke, Fettsack. Ja, wir haben noch die Zeit. Ja, da Ding fertig. Dann haben wir hier Jonas Schirm. Welcher stärker? Der unten ist stärker. Jonas Schirm verkaufen wir. Der gibt auch mehr, aber das verkaufe ich auch. Den behalte ich. Den kann ich verkaufen. Die edle Keule kann man verkaufen. Den Prinzessinnenzweig kann man verkaufen. Glitzerkleider. Brauche auch nicht. Verkaufen. Was habe ich nochmal? Verkaufen. Kokettes Kleid. Verkaufen. Jolly Roger. Hat zwar eine Stärke ab, aber durch das Stopp einfach nur nutzlos. Und das mag dann mal behalten wir. Dann schauen wir mal hier, was wir haben. Das behalten wir. Die Lömmene behalte ich auch. Aber die ganzen Wermuts, die 12, die ich habe. Alles weg. Brauche ich alles nicht. Den behalte ich lieber. Hier noch etwas. Nö. Gut, dann gehen wir einkaufen. Loha Kanone schwach. Für den großen Schaden zu. Nee, den nehmen wir nicht. Gewehr der Kriegsparteien im Kyberbass. Ebenholzschaft. Den nehme ich. Den nehmen wir mit. Den brauchen wir nicht. Nö. Elegante Kleider, nö. Hat. Gut, aber hier 11 Stück und Kreuzge auch so viele wie möglich. So, sehr schön. 99 Kreuzge, das gefällt mir. So gefällt es mir und den Rest hier brauchen wir eh nicht. Wir haben hier Waffen gekauft. Gut, gut. Wir haben, denke ich, alles.
Was sagt die Zeit eigentlich? Wir haben eh schon keine Zeit mehr. Egal, letzte Vorbereitungen noch, würde ich sagen. Ja, die werde ich offscreen machen. Ich rüste noch, ja, den Frederik den hier aus. Dann würde ich sagen, Leute, ich verabschiede mich für hier. Bin froh, dass ich den Scheiß endlich geschafft habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wo ist hier eigentlich der Speicherpunkt? Ach, hier ist er. Also, dann Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.